Aber nur mal im Jahre 2003 hat der dreckige Felgen ein Luftverzeugierte. Also wir wollten, dass wir heute eine Leistungssetzung durch diese Gärten müssen. Gesichert wird, auch in einer Sichtposition zur abgefangenen Maschine zur C-130 gehen und hier die Folgemaßnahmen weiterzugeben. Eurofighter Nummer 1 geht also da in den Sichtbereich des Piloten der Hercules hinein. Er nimmt jetzt eine Position ein, dass er jederzeit auch Sichtkontakt mit dem Kapitän des Luftfahrzeuges aufnehmen könnte über Funkzeichen und gibt dann den Task weiter. Es wurde soeben der Auftrag weitergegeben, der den Eurofighter angeordnet wurde für die eingeflogene Maschine. Und wir werden jetzt sehen, ob diese C-130 den Aufforderungen folgt. Die Nummer 2 befindet sich immer wieder in Schussposition und deckt den Leader ab. Jetzt wird der Hercules weitergegeben. Auf einer Notfrequenz wird es da gefunkt, in dem Fall Deutsch. Eine internationale Notfrequenz, die also jedes Luftfahrzeug, das sich in der Luft bewegt, aufgeschaltet haben muss. Wenn also irgendein Problem auftritt, dann kann man auf dieser Frequenz das Luftfahrzeug auch für den dann die entsprechenden Zeichen und Orders weitergeben. Dabei, also die Nummer 2, es wird auch Fotos, also mit Foto wird auch dokumentiert, dass das Abfall noch tatsächlich stattgefunden hat, aus Beweis mit der Maschine, mit der Nummer 1 und dem gegnerischen Luftfahrzeug wird also Beweismaterial gesammelt und auch dokumentiert sozusagen. Und jetzt haben wir schon, wie gesagt, im Vordergrund schon des Öfteren gesehen, die langsamen Flugeigenschaften auch des Eurofighters und die braucht auch natürlich, weil es die Hercules dann die Landekonfiguration einnimmt und dort jedes Luftfahrzeug ihre Eigenheiten, ihre speziellen Geschwindigkeiten. Und hier ist es auch wichtig, dass das Einsatzmittel eine entsprechende Range, einen entsprechenden Bereich hat, in dem sie auch da fliegen kann. Also die Hercules sollte die Aufforderung verstanden haben und befindet sich in der Landekonfiguration. Und so wie es Eurofighter 1 mitgeteilt hat, landen sie in Zeitwind.
lieber Herkules. Wir sehen bereits bei der Herkules die Landeschallwerfer eingeschalten. Das Fahrzeug ist ausgefahren. Sie ist jetzt zum Landeanflug ein. Überwacht von den beiden Eurofightern, die also jederzeit wieder eingreifen könnten, falls das andere Luftfahrzeug, in diesem Fall die 1030 Herkules, den Befehl nicht ausführen würde, sondern wieder durchstarten würde oder abbrechen würde, könnten sie jederzeit wieder zurückkehren. Die Schussposition bzw. die Abflugposition. Die Herkules C-130 ist am Boden und die Eurofighter nach getaner erfolgreicher Arbeit werden ebenfalls hier hereinlaufen. Ja, die machen jetzt für die Airport 22, für die Zuschauer, die so zahlreich hin sind auf einen schnellen Überflug, werden dann mit 90 Grad Richtung Norden abbrechen und dann zwei. Die Herkules, preisgekrönt beim Royal International Air Institute 2022. Und während die Herkules hier rollt, kommen die Eurofighter zur Jagddemo hier herein. Ja, das ist das dicke Brot, was wir heute gesehen haben, dass wir praktisch präsentieren, auch mit anderen Maschinen, mit anderen Luftfahrzeugen. Ich bin mit unseren Kameraden auf der Straße, dass diese Maschinen beziehungsweise die Luftfahrzeugen von der Flugzeugflieger abgehoben wurde, unsere Flieger mit der D40 beziehungsweise mit der Präzision oder auch mit Schwanger des Landes von der Straße. Die Herkules wurde abgefangen und rollt jetzt da vor uns vorbei. Die Hände winken zurück. Noch eine Runde, dann fliegt sie wieder Richtung Süden, bevor sie einkurven und vor dem Defilierungspunkt, dem Tower, soll das Manöver dann beginnen. Jetzt mit gleicher Geschwindigkeit den ersten Luftkampfmanöver wird versucht, sehr rasch in Schussposition mit der Bordkamera. Schießen des hinteren Luftkonzentrums zu bewirken. Durch diese Änderung des Flugweges kann er wieder eine rückwärtige Position gelangen, kann wieder seine Systeme aufschalten, seine Bordwaffen, in diesem Fall die Bewegung gleich zwischen 600 und 2 Kilometer zum Einsatz kommen kann. Und dann zeigen wir es noch, dass wir auch mal wieder wieder ab, einer nach Osten, einer nach Westen, aber jetzt mit dem Unterschied, der östliche wird seine Geschwindigkeit reduzieren, hat er eindeutig einen Energienachteil. Jetzt die Künstlichkeit gegeben, wieder den Defilierungspunkt vor dem Turm zu treffen, die Flugwege müssen dementsprechend angepasst werden, um das Manöver dann wieder vor dem Publikum zu zeigen. Der östliche ist in langsamer Geschwindigkeit mit rund 200 km/h. Der östliche beschleunigt wieder auf rund 900 km/h. Das ist einen sehr guten Energievorteil gesehen. Dann gleich in Kürze, wie er beim Wörterchen merkt, in die Wörterchen zwischen Energieaufbau und Energieabbau. Das ist das tägliche Training, auf den Körper sehr beansprucht, nur auch eine entsprechende Antigenrüstung mit an Bord ist, um hier diesen Fliehkräften standzuhalten. Moderne Systeme unterstützen natürlich beim Eurofighter vierfach redundant ausgelegte Flugstörungen. So, und jetzt kommt das letzte Manöver. Sie machen nochmal einen Cross-Turn, kommen wieder in der Line-of-Passes, in einer Linie aus Richtung Osten auf uns zu, zeigen hier ein sehr schnelles Landemanöver, in dem man mit hoher Geschwindigkeit anfliegt, sich der Bedrohung nicht so sehr aussetzen muss.
die zwei Eurofighter aufeinander zufliegen, wo schaust du als Pilot hin? Ich habe mir das gerade vorgestellt, wenn ich auf einer Straße sehr, sehr schnell fahre, die Straße wird eng, der gegenüberkommende Verkehr wird fast nicht mehr wahrnehmbar. Wo schaut der Eurofighter-Pilot in dem Moment hin? Ich hoffe, du bist als Geisterfahrer unterwegs, weil dann hättest du diesen Eindruck, weil das ist wirklich sehr knapp, wie sie sich da begegnen. Natürlich gibt es eine Linie vor uns, die sie also jeweils nicht überfliegen, um hier separiert zu sehen. Von der Seite sieht es dann natürlich sehr knapp aus, aber du blickst nach vorne, du hast aber auch dein Radius nach vorne blickt, aber auf diesen kurzen Distanzen kannst du es nicht mit einbauen, da musst du wirklich mit optischem Kontakt den anderen erfassen. Unglaublich. Die Eurofighter machen sich bereits zur Landung. Gewaltige Demonstration im Anschluss dann der schwedische Krieg, die österreichische Fliegerschule des Bundesheers. Also wenn Sie Eurofighter werden wollen, sehen Sie dann, auf welchen Maschinen Sie sich anbieten dürfen, beziehungsweise wie so eine Ausbildung auf einer PC-7 und Diamonds DA-40 zustande geht. Dann haben wir den Airbus Tiger des deutschen Heeres hier und gegen 14:50 das Display der Fritsche. Die Herkules macht sich wieder auf nach links. Das war